Der Fall Peter Herzl. Plötzlich wirst du zum Verbrecher gestempelt. Eure Hauseingänge besetzen, Empis entsichern. Ich leg mich glatt um. So ein Mensch hat kein Recht zum Leben. Europapreise. Die ganze Nacht schwänze, das macht noch kein Samariter aus mir. Aber Herr Präsident, in der Politik geht's doch zu wie in der Zuhälterei und da kenne ich mich aus. Obszön. The games must go on. Gescheiterte Redelsführer sind die besten Belastungszeugen. Obszön. Und was denn Jesus triebst, Franzl? Hau ja mal in die Kuschen. Obszön. Der Abstieg zum Lumpenproletariat ist das Wichtigste. Der Rest ist gestrichen. Charlie. Vom Amt für antidemokratische Umtriebe in Bonn, AFADU, wurde dieses Phantombild freigegeben. Es handelt sich um den 35-jährigen, beschäftigungslosen Diplomsoziologen Peter Herzl aus Wuppertal-Elberfeld. Du wirst einmal ja Noten werden. Na, du sollst nur die Kathi beobachten. Die wird mir ein bisschen zu selbstständig. Nimmer Probleme. Aber dafür möchte ich bei deiner schwarzen Messe zuschauen. Das geht nur in meiner Begleitung. Glaubst du, ich hab keinen Freund? Sogar einen Juden aus dem ersten Bezirk. Okay. Der ist unheimlich scharf. Okay, ich bin kein Antisemit. Ihren Staat, die Heimstatt der Nation zu schützen, ist die vornehmste Aufgabe aller aufrichtigen Demokraten, deren Solidarität über die Grenzen unserer befreundeten Heimatländer hinweg dank der selbstlosen und aufopferungsvollen Hingabe aller... Den treiben wir ab! Mensch hat kein Recht zum Leben! Dem gehört der Schwanz ausgerissen und ins Maul gestopft! Durchlöchert gehört er, zu einem Sie. Hit und Rackt, Stiege 16. Bewahren Sie Ruhe und Ordnung. Achtung, Sicherheitsstufe 2. Und wenn ihr alle längst krepiert seid, müssen wir immer noch leben. Aber das wollen wir auch.